So, ja und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Holy Roman Rumble, dem großen Europa Universalis 4 Event für dieses Wochenende. Die Hunger Games quasi in Europa Universalis 4. Ich habe richtig Lust, ich hoffe ihr auch. Ich freue mich schon richtig drauf, muss ich sagen. Wir werden jetzt heute zu Beginn direkt mit der Verlosung der Nationen starten für alle Spieler, die mitspielen. Und das ist auch durchaus eine ganze Menge. Und ja, dann werden wir danach natürlich auch direkt losstarten. Klicken wir mal. Und Omega bekommt als letzter Oldenburg. Omega bekommt Oldenburg und damit sind alle Nationen vergeben. Ihr seht jetzt hier die Karte. Also ich kann nochmal die ganze Weltkarte zeigen. Es ist wirklich alles unbekanntes, unzivilisiertes Territorium. Es geht nur um den Flecken Erde, den wir uns hier befinden. Ich kann ja im Zuschauermodus nicht ausstellen, dass ich die Armeen so von oben herab schon so weit angezeigt bekomme, ne? Das geht, glaube ich, nicht. Nein. Dann müsstest du explizit auf eine Nation gehen, um deren Armee zu sehen. Genau, genau. Okay. Aber, machen wir mal kurz, jetzt muss ich mal gucken, die Spielerkarte. Hier haben wir sie. Ja, ein bisschen rauszoomen, genau. Ich kann leider nicht näher ran, sonst sehe ich wieder die Armeen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber, also wir sehen jetzt hier eben zwei so ein bisschen in der Schweiz, viele in Franken. Wir haben wirklich in Franken Coburg, Bamberg, Nürnberg, Ansbach und Bayreuth jetzt mit Flogi, der gerade noch kam. Der hat jetzt noch Bayreuth besetzt. Also Franken ist eigentlich dicht. Nur Würzburg fehlt. Und Rotenburg ansonsten wäre auch gewesen. Wenn du reinzoomen möchtest, kannst du ja aktuell in die Steiermark oder Mähren oder sowas gehen, weil die aktuell selber noch keine Armee haben. Das heißt, sie sehen nur die Armeen an ihren Grenzen. Aber du meinst, dass ich die als Land auswähle, oder was meinst du? Genau, und dann kannst du in den Spielerkartenmodus reingehen und dann siehst du tatsächlich... Stimmt, es ist zwar ein bisschen dunkel, aber man sieht es gut. Ja, gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Genau, also das sehen wir jetzt sozusagen hier drei Bünde, Konstanz. Die haben wir jetzt gerade erwähnt. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Hessen. Mika zum Beispiel, Frankfurt ist hier am Start. Nassau ist ja jetzt leider nicht gekommen, sonst wäre da noch ein bisschen mehr los, auch im Westen. Dortmund und Kleve, also Dortmund, Kleve, die können sich im Westen natürlich auch ordentlich ausbreiten. Auch Hessen, Frankfurt können hier nach Westen gehen. Ne? Die ganze Pfalz, Straßburg, Mühlhausen, Baden, alles nicht besetzt. Also der Westen und der Südwesten, genauso vor allem natürlich wie der Südosten, sehr viel Platz. Auch die Brandenburger Regionen natürlich, alles Expansionsraum. Also Anhalt kann hier natürlich auch schön nach Osten expandieren. Mit Goslar so ein bisschen zusammen. Ja, und im Norden haben wir natürlich diesen engen Blob an Kaltenberg, Lüneburg, Werden, Hamburg, Holstein, Dithmarschen und Lübeck. Lübeck. Wir können ja mal in ein paar Nationen reinspringen, dass wir mal so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Also, vor allem spannend ist natürlich immer die Armeeanzeige. Ich glaube, wir schauen uns immer mal nur das an. Lübeck hat jetzt zum Beispiel hier mal 5.000 hier zum Start. Holstein zum Beispiel jetzt nur 3.000 und geldtechnisch sieht es bei Holstein auch interessant aus. Die machen gleich mal ein bisschen Minus. Genau, ich denke, was wir auf jeden Fall machen können. Die paar Minuten haben wir jetzt auf jeden Fall gegeben. Ja. Und ich denke, dass wir loslegen können. Dass die gleich starten wollen. Okay, dann gehe ich schon mal erstmal auf Speed 1 laufen lassen und dann auf Speed 2 hochschalten. Ja, ich würde, was ich sonst noch machen könnte, wäre einmal kurz in den Channel rumhüpfen und fragen, ob alle bereit sind. Ja, mach das mal noch ganz schnell, weil dann kann ich, mach das kurz. Dann kann ich mich bei Tier bedanken für 5 verschenkte Abos. Dankeschön, Tier. Vielen lieben Dank, vielen Dank. Sehr freundlich, und zwar an Mr. Gaul, an CCC2, an Eusto86, an Karisak, an JCB3. Ihr habt alle jetzt ein Abo geschenkt bekommen vom guten Tier09. Vielen lieben Dank. Willkommen an euch 5 in der Abo-Legion. Sehr gut. So. Also wir sehen so ein bisschen die Stärke zu Beginn auch. Oh, hier wird direkt auch in Nürnberg schon gedrillt. Ich bin mal gespannt, wer alles drillen wird. Und wer nicht. Wer vielleicht den Unterhalt runterschraubt und so. Das wird ganz spannend werden zu betrachten. Und natürlich habe ich so ein besonderes Augenmerk auch auf Goslar. Bauer, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Abe. So, mal schauen, wo es die ersten Kriege dann auch geben wird. Und vor allem, wie die Diplomatie... Kann ich als Beobachter direkt irgendwie so Diplomatie-Modi eigentlich auch sehen? Haben die schon Diplomatie? Oh ja, doch. Schaut mal, hier wurde schon ein bisschen Diplomatie gemacht. Können wir loslegen? Ja, ich war in jedem Channel und es gab kein Nein. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal auf Speed 1. Ich hoffe, dass es läuft. Dann lassen wir uns sinnvollerweise auf 1 anlaufen. Wie bitte?
Ja, sinnvollerweise auf 1 anlaufen lassen, falls es Probleme gibt. Genau, richtig. Wir haben zum Start direkt ein paar Partikularisten in Würzburg, Münster, Böhmen zum Beispiel. Interessant ist, dass nur Nürnberg aktuell drillt, soweit ich das sehen kann. Kein anderer drillt. Und Tier, nochmal 100 Bits. Dankeschön, Tier. Danke für die Unterstützung. So, weil ich weiß noch, früher im Multiplayer hat immer jeder gedrillt, aber das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Das ist nicht mehr so stark, wie es ursprünglich mal war. Beziehungsweise Konstanz lohnt sich hat auch auch erst angefangen später. zu drillen. Wie bitte? Konstanz hat auch angefangen zu drillen. Ah, okay. Ja. Ja, vielleicht müssen die erstmal die Klicks noch so in die Richtung alle machen. Das wäre möglich. So, ich denke, es läuft ja relativ. Ja, wir warten mal noch den Jahrestick ab, würde ich sagen, und dann gehe ich auf Speed 2. Dann haben wir auch schon mal ein Autosave nochmal. Aber das sieht erstmal relativ gut aus. So, jetzt möchte ich natürlich die Diplomatie so ein bisschen sehen. Konstanz ist verbündet tatsächlich mit dem Spieler Dreibünde und mit der Pfalz. Dreibünde hat erstmal nur Konstanz. Wen haben wir noch? Ich muss jetzt überlegen, dass ich weiß, wer die Nationen sind. Oh, Nürnberg. Ich glaube, die Franken. Nee. Okay, Nürnberg hat sich mit allen verbündet. Ist Nürnberg ein Spieler? Warte mal. Er müsste. Ja, es sind Spieler. Ja. Also Nürnberg hat sich wirklich clever hier mit allen verbündet. Nürnberg wird gespielt. Ah, okay, von Netz, alles klar. Und schauen wir mal wieder in den Diplomatie-Modus. Ah, Bayreuth ist nicht mit Ansbach verbündet, Ansbach nicht mit Bayreuth und Coburg. Coburg aber hier. Also die Franken haben sich wirklich untereinander verbündet. Aber Haben. vielleicht ist das noch dadurch bedingt, dass sie vielleicht nicht ihre Diplomaten natürlich direkt überall hinsenden Klar, klar, klar. konnten. Das dauert es natürlich ihre Zeit, bis sie ihre. Aber ich denke, so langsam können wir trotzdem schon schauen, wie sich die Bündnisse entwickeln. Spannend ist immer zum Beispiel, was macht Strategie-Ecke? Der hat bestimmt schon Bündnisse. Ja, mit Braunschweig scheint er sich schon stark zu verbünden. Die sammeln auch schon ordentlich Truppen. Mit Anhalt, scheinbar hat er ja am Anfang gemeint, hat er nicht die besten Beziehungen. Das könnte schon mal ein früher Start werden, den zu besiegen und damit schon mal einen Spieler rauszunehmen. Dann hätte er nämlich Strategie-Ecke, freie Hand Richtung Osten. Er ist auch noch verbündet mit Kleve, sehr weit im Westen. Oder etwas weiter im Westen, interessant. Oh, Braunschweig hat sich dafür Hessen und Callenberg gesichert und damit wichtige Grenzen genauso wie Goslar. Also ich würde sagen, Braunschweig hat schon mal gute Bündnispolitik gemacht. Wer ist denn der Spieler von Braunschweig? Ich muss dann immer Das wechseln, ne? ist Zion Galaxy ist das. Ah, perfekt, danke. Das hast du dann auch mal ein bisschen im Blick. Sehr gut. Schauen wir mal noch in den Norden. Was haben die noch für. Was hat Braunschweig noch für Diplomatie gemacht? Callenberg hat auch mit Braunschweig Hessen. Die haben so einen Dreibund scheinbar so ein bisschen gemacht, oder? Ja. Das sind alle drei miteinander verbündet. Dann haben wir natürlich Bremen. Bremen, der Spieler ist nicht Ah, da. stimmt. Werden. Genau, Werden war es noch. Werden ist mit mit Lüneburg verbündet. Oh, wir haben auch schon den ersten Krieg, Ja, im Norden. Was tatsächlich. ist denn das für ein Krieg? Warte mal, das ist doch Lübeck von Ernie, der jetzt schon überrannt wird. Sehe ich das richtig? Das Krieg ist von. also gegen Lübeck, Österreich, Bremen, Böhmen, Regensburg und Goslar. Okay. Werden Dithmarschen und Holstein zusammen, wenn ich das richtig sehe. Wir gucken noch mal kurz aus der Sicht von Lübeck uns das an. Genau, Holstein, Dithmarschen, Werden. Die drei kämpfen gerade gegen die erwähnten Lübeck, Österreich, Bremen, Böhmen, Regensburg, Goslar und Hamburg. Das ist aber ziemlich viel mit dem. Also vor allem, aktuell kommt natürlich Böhmen und Österreich da nicht hin, weil sie keine Militärzugänge haben. Das heißt, Ernie und so weiter, die müssten sich schnell zusammentun. Hat Ernie denn Bündnisse geschlossen eigentlich? Er ist nur mit Hamburg verbündet. Und Hamburg ist nur mit Lübeck verbündet. Okay. Ja, und die stehen beide unter Belagerung. Angreifer gegen Lübeck. Es ist ein Angriff gegen Lübeck. Aber wieso ist denn Bremen auch. Wieso wird denn gegen Bremen auch gekämpft? Weil Bremen in der Handelsliga von Lübeck Ach, ist. die haben jetzt direkt die Handelsliga sozusagen angegriffen. Die wollen die direkt entweder zerstören oder übernehmen oder so. Kann es sein? Goslar ist übrigens auch mit in diesen Krieg mit inbegriffen. Oh. Ebenfalls wegen der Handelsliga. Ah, also Goslar ist an der Seite Lübecks eigentlich, aber denkt sich vielleicht, naja, ich habe vielleicht andere Ziele und helfe nicht, weil Strategie-Ecke mit Goslar schickt erstmal keine Truppen. Und ja, Lübeck wird besetzt und belagert, da ist schon der Seuchenausbruch erstmal. Also Lübeck hält natürlich erstmal sehr lang Stand, also das ist klar. Lübeck hat auch noch Truppen. Ernie hat Truppen, aber nur noch 3700 aktuell. Und Hamburg hat. Hat Hamburg noch eine. Ich gehe jetzt mal in die Nation, das ist, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher. Wartet mal. Hamburg sollte keine mehr haben. Nee, wieso komme ich da jetzt nicht rein? Warte mal, ich muss in die politische, glaube ich. Hä? Ist das jetzt ein Bug oder habe ich das falsch geklickt? Kleinen Moment. Ah, in Hamburg komme ich nicht rein. Aber ich kann in die Ich anderen vermute wegen. reingehen. Ich vermute, weil es belagert Ja, wird.
Also in Dithmarschen zum Beispiel kann ich. Oder warte mal, kann ich in Goslar. Ja, genau, in Goslar rein. Goslar sieht ja auch alles. Genau, ich glaube, Hamburg hat seine komplette Armee gleich zum Start verloren. Also da wurde wirklich gleich. Da haben sich wirklich gleich hier diese Nordländer zusammengeschlossen. Und zwar die eigentlich schwachen Nationen, Dithmarschen, Holstein, Werden, haben sich gleich gedacht, wir greifen sofort die starken Länder an. Lübeck, Hamburg und Bremen und Goslar. Das überrascht mich wirklich. Und ich wollte noch sagen, Pagan Punk, danke für den Follow, herzlich willkommen. Nee, Hotjoinen gibt's nicht. Man konnte sich wirklich sehr lange anmelden. Es gab wochenlang bei mir überall Werbung dafür. Aber Hotjoin haben wir nicht tatsächlich. Es ist ein besonderes Event. Und man kann es aber genießen und zuschauen. So, Lüneburg. Genau, Lüneburg hat noch 7000 Truppen. Werden hat halt auch extrem viele Truppen. Wenn wir uns das mal kurz anschauen. Werden macht auch minus 15 gerade. Wow. Aber das ist, das wird Lübeck, Hamburg und Bremen nicht überleben. Hm, vermutlich nicht. Der hat jetzt 13 Truppen, der Werden-Spieler. Schauen wir mal, Dithmarschen hat wie viele? Die können auch selber keine Truppen mehr ausheben oder Söldner, weil sie ja nur ein Provinzstaaten sind. Ah. Ja, ja, eben, das ist echt, das ist das. Goslar, wenn Goslar hilft, wäre noch eine. Aber ich glaube nicht, dass Goslar Strategie hat, kein Interesse daran. Holstein, ich sag mal Holstein mit Axa zum Beispiel auch 13. Also sind alle deutlich über ihr Truppenlimit gegangen, um hier direkt diesen Krieg zu führen. Hamburg ist schon kurz vor dem Fall. Das ist wirklich ein schneller Einstieg. Ja, da ist Ernie bald auch wieder hier mit dabei. Verrückt. Das ist für natürlich für Holstein und Dithmarschen tatsächlich der wichtige Opening. Zum Opening, ja. Weil die können ja in nichts anderes rein expandieren und Lübeck würde nur stärker werden. Ja, und Strategierke bekommt auch einen weißen Frieden übrigens aus Holstein, nimmt ihn aber aktuell noch nicht an. Er macht minus 0,4, hat aber 135 Gold. Der Strategierke mit Goslar hat jetzt 7 von 7 Truppen. Hat auch einen ganz. Oh, 5, 2, 3, 0. Ja, mit dem kann man starten. Gut, Nahkampf ist zwar immer besser. Er hat gleich mal das Kronland so gemacht, dass er da. Er hat es, glaube ich, alles weggegeben. Dafür hat er jetzt aber religiöser Staat, dass er Admin-Punkte bekommt. Einen. Auch Vorherrschaft des Adels hat er natürlich für einen Militärpunkt. Adlige Berater sind billiger. Reich des Rates. Genau, Adelsloyalitätsgewicht und Adelseinfluss ist stärker. Und Land des Handels, Diplomatiepunkt extra. Er ist nach wie vor nur mit Braunschweig, Kleve und Glogau verbündet. Oh, Glogau noch, okay. Interessant. Ja, ja, gut, Glogau hat 8000 Truppen. Neben Böhmen ist es nicht schlecht. Und ja, das ist so ein Standard-Opening mit den Ständen. Das spiele ich immer viel zu wenig. Braunschweig zum Beispiel drillt, während Goslar das aktuell nicht macht. Hamburg ist gefallen, meine Damen und Herren. Hamburg ist gefallen, die Stadt ist gefallen. Ah, jetzt müssen wir mal kurz gucken, welcher Spieler ist denn in Hamburg eigentlich drin? Reude Batzen, oh Mensch, ärgerlich für Reude Batzen. Der hat es wirklich 2 Jahre sehen dürfen, wie er vernichtet wird. Das ist natürlich sehr schade. Und da kommt auch schon direkt ein Friedensangebot aus Holstein. Ja, ich frage mich, wie die Sphäre aufgeteilt haben. Wahrscheinlich will Holstein Hamburg, Lübeck haben. Dithmarschen will wahrscheinlich Hamburg und Werden will wahrscheinlich Bremen haben. Das wäre wahrscheinlich die fairste Aufteilung. Platonius, wie läuft's? Ja, ich sag mal so, die ersten 2 Spieler müssten sein. Sind gleich draußen nach 2 Jahren tatsächlich. Es gab direkt den ersten Krieg. Das war hier so eine Art Blitzeröffnung. Backstabbing aus Dithmarschen. Habt ihr wohl vorher andere diplomatische Gespräche gemacht? Wichtig ist es natürlich, dass man sich nicht aufregt, dass man da nicht gegen irgendeinen Menschen schießt. Das ist alles ein Spiel, es sind die Hunger Games, das Holy Roman Rumble. Also wichtig ist, ich weiß, auch wenn es immer unschön ist, vor allem wenn man zu Beginn gleich vernichtet wird, aber so ist dieses Game. Das ist halt wirklich so gelagert, dass man natürlich mit den Emotionen aufpasst und vorsichtig ist. Aber spannend ist natürlich, wie das besprochen wurde. Also hat man irgendwie mit Dithmarschen Bündnisse machen wollen, dann haben sie einen direkt verraten oder... Das können wir dann gleich besprechen. Wir werden gleich ein Interview machen, Reude Batzen. Mit dir und Ernie als Ausgeschiedenen. Dann könnt ihr uns eure Sicht hier einmal kurz darstellen, genau. So, es sind noch ein paar andere im Krieg, das sind aber, glaube ich, der Rest sind so ein paar KI-Kriege, richtig? Weil, ich sag mal so, Bremen wird jetzt natürlich belagert, Lübeck ist auch bald vor dem Fall. Da haben wir jetzt die 7%. Dortmund hatte schon frühzeitig im Münster angegriffen.
Kahlenberg nutzt jetzt diese Gelegenheit selber und eroberte Münster halt rein. Ja, Ah. alle wollen sich halt ein bisschen KI-Nachbarland nehmen, bevor Natürlich. sie sich mit anderen Spielern anlegen. Das ist natürlich auch clever, weil Kahlenberg besetzt jetzt natürlich die zwei nördlichen Provinzen. Das heißt, Dortmund kann sich halt erstmal nur Münster holen. Wie viel Entwicklung hat Münster? 12. Während Das ist Osnabrück hat 9 und Meppen und hat sieben. 7. Okay, also dann würde sozusagen insgesamt Kahlenberg ein bisschen mehr bekommen. Aber natürlich kann er noch keinen Frieden schließen. Er muss warten, bis Münster weg ist, dass dann er auch die Hauptstadt, die neue Hauptstadt besetzt hat, sozusagen. Genau. Können wir mal noch kurz in die Hamburger Nation reinschauen? Ja, also 122 Gold hat Hamburg. Konnte halt sein Gold dann scheinbar wirklich nicht direkt ausgeben. Weil es sie direkt angegriffen wurde. Das ist natürlich ein Problem als Einzelnation. Aber was halt auch wirklich traurig ist, ich sag mal so, in dem Krieg waren doch auch Böhmen und Österreich. Das sind immer noch. Ich weiß nicht, wieso Ernie oder Roy de Batzen da nicht dran denken, aber die könnten ja Militärzugänge machen zu diesen Nationen und dann kommt ja auch die Die KI und hilft. sollten Zugänge haben. Echt? Sicher? Ich. Meine Österreich müsste durchkommen. Das wäre ja komisch, dass die dann Ja, echt nicht helfen. Österreich würde bis nach Lübeck kommen. Ja, okay, das ist dann. Das ist echt schade. Aber wie, man kennt es, man darf sich nicht auf die KI verlassen. Warte mal, Münster-Truppen stehen in Hannover tatsächlich übrigens. Mit Trier. Okay, die belagern gerade Hannover. Kallenberg ist ja allein in diesem Krieg. Richtig. Ja. Das sind zwei Kriege, genau. Ja, da muss jetzt Kallenberg natürlich ein bisschen aufpassen, aber das sollte es ja hinbekommen. Rekrutiert gerade noch eine 12. Truppe. Und kann dann die KI hier zurückschlagen. Genau. Genau, JCB hat ein Abo von Tier geschenkt bekommen, richtig. Ja, Hamburg ist gefallen tatsächlich. Platonius, direkt das erste Land, das fällt. Und sobald Frieden gemacht wird, ist sozusagen Hamburg auch weg von der Karte, wird erobert hier knallhart. Ich finde es spannend, dass wir hier auch Ruppin und so als Länder haben. So, wie sieht es denn aus im Rest der Welt? Wer hat noch alles Krieg? Bamberg führt auch Krieg. Ah, Bamberg rebelliert gegen Würzburg. Das gefällt mir sehr gut. Gegen Würzburg, Nassau und Württemberg. Alles KI-Nationen und an Bambergs Seite sind die Spieler. Ansbach, Bayreuth, Coburg, Nürnberg. Ah, die Franken haben sich wirklich zusammengeschlossen hier. Eine fränkische Allianz. Das gefällt mir. Fände ich gut, dass die Franken nicht so gegeneinander schießen. Und theoretisch hat ja jeder auch eine andere Grenze. Also Bamberg muss ja jetzt Würzburg erobern, sonst kommt es da nicht raus. Der Rest kann ja noch in andere Richtungen gehen, tatsächlich. Okay. Ja, Nürnberg würde auch nur nach Süden Oh, gehen Konstanz können. führt Krieg gegen die Schweiz. Hat gerade hier eine Schlacht. Sehr super, Pauko. Die wird er aber auch gewinnen, weil er mehr Truppen hat. Wobei er natürlich hier minus 2 Terrain Malus hatte. Aber er hat gewonnen. Die Schweiz muss sich zurückziehen. Und er wird jetzt ja erstmal sich ordentlich Gebiete von der Schweiz erobern. Man muss ja wirklich sagen, es gibt keine aggressive Expansion. Wenn du genügend, also wenn du einfach so viel fordern kannst, weil das Punktelimit es hergibt, bis zu 100 Punkte, wenn du alles erobert hast, kannst du auch einfach alles erobern. Zack. Dann musst du halt Genau, schauen, es dass du gibt Admin-Punkte hast, dass du das auch coren kannst. nur einen gewissen Grundwert an aggressiver Expansion, die halt Standard ist, wenn du zum Beispiel einen Krieg erklärst ohne Kriegsgrund und so weiter. Ja, genau, das natürlich auch Also noch. es gibt hardcoded Ja. aggressive Expansion, die Klar. immer vorhanden ist. Das stimmt. Drei Bünde greift jetzt übrigens auch die Schweiz Die an. waren auch entsprechend in der Schlacht, haben die auch mit Konstanz Ach, zusammengekämpft die waren in gehabt. der Schlacht. Okay, deswegen hatten die auch so viele Truppen, hat mich schon gewundert. Okay, dann teilen sie sich das jetzt auf. Und wie es scheint, kriegt drei Bünde sogar zwei Gebiete. Ich gehe mal davon aus, wenn die die besetzen. Das ist gar nicht wenig. Das sind 20 Entwicklungen, während dann Konstanz nur 10 bekommt. Ja gut. Drei Bünde ist stärker, hat mehr Truppen. Konstanz hat aber auch die besseren Ausbreitungsräume. Ja, okay, das stimmt. Und dadurch hat jetzt natürlich drei Bünde die Chance, sich so hoch nach Nordwesten auch zu ziehen, weil dann ist ja hier schon Ende Gelände mit Bern und so weiter. Ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn. Die müssen noch aufpassen hier auf Straßburg mit 6000 Truppen und natürlich auch auf Tirol. Hat Tirol aktuell noch Truppen? Oh, 7000? aber in dem Krieg im Norden Ja. wandelt sich was. In Oh, wirklich? Sachsen, ja, in Sachsen marschieren gerade ein paar Truppen. Oh, Ernie hat sich von Kleve 7000 Truppen geschickt und Und Böhmen kommt. Oh mein Gott, und Österreich. Wird das Braunschweig. nochmal
Der Wandel! Braunschweig hat da auch sich Truppen geholt. Oh, und Goslar ist aus dem Krieg schon raus übrigens. Feige. Nein. Okay. Jetzt wird's interessant, aber das Problem ist, Lübeck fällt Hessen, gleich. Hessen sendet auch Truppen an Lübeck. Oh, okay, das wird sozusagen dieser aggressive Angriff nicht rechtzeitig. Oh, das wird jetzt echt. Aber Lübeck fällt gleich, 21%. Also, die müssen jetzt hier angreifen. Wenn die noch länger warten und dann Lübeck fällt, ist es eh vorbei, oder? Na, wobei nicht unbedingt, ne? Der muss ja noch nicht den Frieden annehmen, aber er bekommt halt dann Probleme. Das ist dann die Frage, wie viel Stabilität kann er dann dafür aufbringen? Ja, das stimmt natürlich. Ha, vielleicht ist es ja dann auch für Hamburg noch nicht vorbei, für Roy Batzen, ja? Immer schön dranbleiben, es ist noch alles möglich. Jetzt, da kommt der erste Angriff. Und es sind auf jeden Fall sehr viele Truppen, die sich da jetzt... Die Truppen von... Werden sind geschwächt? Wieso sind die... Kann das sein, dass die neue Truppen gewählt haben mit dem Militärtech und jetzt in dem Moment angegriffen wahrscheinlich wurde? Und jetzt komplett ihre Armee verloren haben. Alles verloren und da stehen jetzt über 30.000 Truppen. Und derselbe Grund, warum Hamburg entsprechend keine Truppen mehr hat, ist jetzt für Werden der Fall. Boah, das ist bitter. Komplett Werden wird besetzt. Denn Werden hat schon eigentlich sich Bremen gesnackt. Bremen wurde schon rausgepiest. Bremen wurde schon, das war ja eine KI, erobert von Werden. Und Werden kann jetzt keine Truppen mehr rekrutieren, wie du sagst, weil es komplett besetzt wird. Während sozusagen noch akzeptiert wird, dass Lübeck wahrscheinlich gleich fällt, kümmert man sich jetzt erstmal um einen Kriegsgegner. Das ist jetzt aber krass, dass Ernie diese... Ich würde behaupten, diplomatische Meisterleistung hinbekommen hat. Wir haben Hamburg und die stürmen Bremen sogar gerade. Die stürmen, die wollen richtig schnell. Oh, ja, schau mal, wie schnell die das gestürmt haben. Ach, weil das noch schwach war. Wetten? Genau. Das war ja erst noch erobert. Weil das, genau. Die Garnison war nicht sehr aufgefüllt und haben den Mauerbruch dann entsprechend genutzt, um direkt die Festung zu stürmen, um nicht zu viel. Ja, nicht noch länger zu brauchen und nicht so viel Zermürbung auch zu bekommen, ja. Mächtig. Kommen die überhaupt jetzt nach Lübeck über die Festung von Hamburg? Die müssen ja auch Lüneburg. Die können, glaube ich, über Wismar in Lübeck reinlaufen, wenn sie wollen. Also genau, Lüneburg, Dithmarschen, Holstein. Man muss auch sagen, die sind halt auch ziemlich alleine. Also Dithmarschen, Holstein, Lüneburg, dieses Dreierbündnis. Da ist Lübeck aber auch gefallen gerade. Oh, das ist natürlich jetzt Stabilitätstechnik. Wir können ja mal kurz nach Lübeck jetzt gucken. Wir sind aber noch bei Null Stabilität. Wie sieht's denn in Hamburg aus? Die sind auch bei Null Stabilität. Wie kann denn das sein? Wurden da Diplo-Punkte schon rein oder werden wirklich erst jetzt diese Frieden geschickt? Weil bei Hamburg hätten sie doch schon die ganze Zeit diese Frieden schicken können. Bei Hamburg natürlich 11 Kriegsmüdigkeit. Und er hat gleich dann keine Diplo-Power mehr, um seine Stabilität zu erhöhen, der Hamburger. Aber Werden fällt gleich. Werden wird gleich fallen und dann wird es Kampf geben. Die Truppen sammeln sich hier auch. Lüneburg, Dithmarschen, Holstein. Das wird jetzt ein spannender Fight im Norden werden, meine Freunde. Oh Mann, das geht ja richtig gut los. Spannung pur. So, die Frage ist, kommt es da jetzt schon... Könnt ihr mal kurz reingucken, wie viele Truppen sich gegenüberstehen. 34.000 Infanteristen und 4.000 Kavalleristen, also 38.000 für Holstein. Auf der anderen Seite knapp 49.000 für Lübeck. Und es kommt zur Schlacht. Johann Adolfi Frese für Dithmarschen gegen Werner Arnsberg von Hessen. Dithmarschen hat mehr Moral. Aber... Ja, kommen aber auch noch 15.000. Ja. 10.000 nochmal. Hessen hat die totale Übermacht an Truppen. Es kommen zwar jetzt nochmal ein paar Lüneburger Verstärkungstruppen, und aber 20 gegen 30. 7.000 Österreicher kommen nochmal aus 7.000 Österreicher nochmal. Da reicht die Moral nicht. Hä? Warte mal. Also doch. Das sah nur kurz so aus, als würden die Österreicher gleich wegziehen. Nee. Also natürlich hat Hessen, Österreich, Lübeck, Hamburg diese Koalition gewonnen. Diese Schlacht... Österreich marschiert jetzt schon auf Dithmarschen. Oh, und direkt nach Holstein. Will direkt diese Lüneburger angreifen. Mit 15.000 Truppen. Und diese 4.000, ich glaube, das sind frische Söldner oder so. Das sind viele neue Söldner, die ausgehoben Lüneburg, wollen. Ja, die werden halt jetzt direkt angegriffen. Knallhart, die KI ist da eiskalt. Das ist Österreich und Böhmen. Die vernichten jetzt die moraltechnisch. Oh, und eine Null auch noch gewürfelt für Lüneburg. Ah, nee, sie werden noch nicht komplett vernichtet. Kommt drauf an, wo sie sich halt zurückziehen, weil da folgen österreichische Truppen gerade. Oh, Werden wird ja eben nicht mehr belagert, by the way. Lübeck hat gerade wieder Stabilität, sich geholt für Diplomatie. Aber, Holstein wird jetzt entsprechend belagert, Dithmarschen wird belagert, Lüneburg und Braunschweig steht jetzt auch auf Werden.
Ja, haben denn die überhaupt noch jetzt Truppen nach dieser Schlacht? Und wenn ja, wo sind die? Ja, die sind in Dresden. Das kann ich natürlich nicht mehr anschauen. Also das Bündnis ist in Dresden und in Prag gerade unterwegs. Ah. Ach so, ja, das ist natürlich auch eine legitime Taktik, dass man jetzt erstmal versucht, die KI schnell rauszunehmen. Das würde ich auch machen an deren Stelle. Erstmal schnell, die müssten ja eigentlich nur die Hauptstadt Prag. Wenn die schnell, aber minus 42%, wenn die schnell belagern würden, dann könnten sie ja schon mal Böhmen rausnehmen. So, dann noch schnell nach Österreich. Und dann müssten sie halt schauen, dass sie es irgendwie mit den Truppen wieder schaffen gegen die restlichen Spieler, die in diesem Krieg sind. Ich frage mich ja, was Hessen sich davon verspricht. Bei Lübeck, aber gut, langfristige starke Allianzen vielleicht im Norden, weil ich sag mal so, ein Lübeck würde Hessen jetzt auf ewig dankbar sein, wenn die das gewinnen hier, die Lübecker. Genauso wie die Hamburger. Und es sind ja starke und Städte eigentlich. Ich gehe auch davon aus, dass Hessen da gut was an Geld rauskriegt. Das vermutlich auch, wobei ja die jetzt nach dem Krieg erstmal sehr arm sein werden, Lübeck und Hamburg. Aber natürlich gibt es natürlich auch Geld dann von den Besiegten noch zusätzlich. Die werden dann sicherlich einiges da, wie du sagst, vorab schon verhandelt haben, dass die da Geld bekommen. Das auch. Und natürlich auch das Plündern in den Gebieten. Das natürlich auch. Plündern ist auch immer schön. Und ja, wie sieht es jetzt aus? Prag minus 42%, okay. Lüneburg ist bei minus 7. Werden minus 14, das dauert jetzt seine Zeit. Minus 49, also die große Wende gleich zu Beginn. Das freut mich jetzt, muss ich gestehen, wirklich für Ernie und Roy Batzen, weil sonst wären die halt direkt aus dem Spiel gewesen. Aber eigentlich wird es ja jetzt wahrscheinlich so sein, dass jetzt dann wahrscheinlich die drei anderen Spieler aus dem Spiel kommen, wobei mindestens zwei von denen, die nur eine Provinz haben, oder? Was denkst du? Weil es gibt ja keine aggressive Expansion, oder? Die kann man die dann genau, nicht also erobern, einfach. Die können das komplett erobern, wenn sie wollen. Genau. Wer denn könnte Glück haben? Ah, weiß ich nicht. Ah, wahrscheinlich. Weil die haben ja nicht mit, oder? Wie ist das, wenn man angegriffen wird? Zählt das dann auch so, als wenn man angreift, dass man sozusagen genauso viel fordern kann? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ja jemanden, wie ist denn das? Wenn ich jetzt jemanden angreife, dann hat der einen Bündnispartner, da habe ich keinen Haken reingemacht. Da kann ich ja zum Beispiel von diesem Bündnispartner weniger fordern, wenn ich da keinen Haken mache als offiziellen Kriegsteilnehmer. Wie ist das jetzt, wenn man Verteidiger ist? Darf ich dann trotzdem so viel fordern, wie wenn ich der Angreifer wäre jetzt gegen Werden? Ich glaube, man kann nicht so viel fordern, weil das ein Separatfrieden an sich ist. Ah, okay. Das kann ich ja mal kurz austesten. Ich nehme einfach mal Lübeck. Aber da bin Lübscher Vasall. Ja, 74. Also zum Vasall kann man ihn machen für 74. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Dann ist es höher, weil die Gesamtkosten von Werden wären 37%. Ich kann jetzt als Hamburg die Sachen nicht fordern, gerade um das auszutesten. Ach so, warte mal, ach, das ist durch Lübeck besetzt, ne, okay. Ha, spannende Eröffnung, tatsächlich, spannende Eröffnung. Wir sehen übrigens auch im Süden gibt's Krieg gegen Glogau, was ist denn das für ein Krieg? Da greift Franken an, richtig? Bayreuth ist dort. Bayreuth, Ansbach, die Fränkische Allianz können wir eigentlich sagen, die kämpfen jetzt glaube ich immer zusammen. Gegen Glogau, Mähren, München. Wer wird denn da alles was bekommen? Natürlich vor allem Bayreuth kann da eigentlich jetzt profitieren. Vielleicht, wahrscheinlich. Aber vielleicht machen sie auch so eine Art Pakt, dass, keine Ahnung, Nürnberg da auch was bekommt. Was mich sehr fasziniert, ist Anhalt. Das Anhalt, stimmt. Ist auch nicht sehr viel passiert. Hat keine Spielerbündnisse. Nur KI-Bündnisse, ne? Ruppin und Deutscher Orden, stimmt. Was darauf spricht, dass er versuchen wird, wahrscheinlich Brandenburg anzugreifen. Ah, ja. Hat aber auch noch keine extra Truppen oder so, Anhalt. Welcher Spieler ist denn Anhalt? Honigkrapferl? Okay, da weiß ich natürlich nicht, wie stark der ist. Ernie hat es mal abgefragt. Jetzt haben wir natürlich, das müssen wir mal... Aber die Liste habe ich leider nicht. Ja. Aber die haben Österreich rausnehmen können. Oh, wirklich? Ja. Haben die da was erobert? Die haben doch... Die haben das besetzt gehabt und dann entsprechend einen Frieden geschlossen. Ah, okay. Und jetzt muss nur noch, Böhmen auch noch rausgenommen werden, oder? Genau, und jetzt kommen die ja entsprechend mit ihrer großen Armee wieder nach Norden. Ja, also noch ist hier nichts entschieden. Oh ja, jetzt kommen hier 18... Oh mein Gott, wie viel hat denn Lüneburg? Wo haben denn die sich die geholt? Das sind großteils alles Söldner. Aber wo konnten die sich die holen? Achso, in den besetzten böhmischen und österreichischen Gebieten. Österreichischen Gebieten. Ah, clever, okay. Ja, Lüneburg wird es natürlich richtig verschuldet sein. Lüneburg macht gerade minus 30 pro Monat, das ist ziemlich bitter. Bankrott ist schon absehbar. Also ich sag mal so, der Krieg wird für beide Seiten sehr teuer sein und
Ich glaube vor allem jetzt für die Fraktion Lüneburg-Holstein-Dittmarschen. Es ist es halt einfach ein Alles-oder-Nichts-Krieg. Also die müssen jetzt alles da geben in diesem Krieg, ja. Sonst sind sie weg von der Landkarte.